Was beim letzten Mal geschah. Ach, und egal, nun geht's erstmal die hier, Fortsetzung. Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Nachdem wir beim letzten Mal den Oberbürgermeister vom Wehrgolddorf krankenhausreif geschlagen haben, nun eine kleine Rückblende. Ist er unverwundbar? Dieser Kampf scheint kein Ende zu haben. Wir müssen ihn hier versiegeln. Wir haben keine andere Wahl. Haben wir das nicht? Wir haben keine andere Wahl. Egal. Hier, stellt euch etwa vor, wir sollten ein schreckliches Böses von unserer eigenen Welt in irgendeiner anderen versiegeln. Natürlich. Haben wir nichts mehr mit zu tun. Nun, ich kann da wirklich nicht zustimmen. Haben wir denn eine andere Wahl? Er erholt sich. Verdammt! Und er blinkt, wenn er sich erholt. Okay. Da ist nichts anderes, was wir da tun können. Wir müssen ihn hier versiegeln. Ja, dann macht mal. Und wie man sieht, man versiegelt andere Sachen, indem man den linken Arm den Himmel entgegenstreckt. Dorgan, wir müssen die Kraft der Kristalle, die wir gesammelt haben, benutzen. Wir müssen unsere Geister vereinen. Dorgan. Ich will aber nicht. Okay, ich hebe auch meinen linken Arm dem Himmel entgegen. Oh mein Gott, die Erde bebt. Und wenn vier Leute am gleichen Platz ihren linken Arm dem Himmel entgegenstrecken, fängt an, die Erde zu beben. Also, was lernen wir daraus? Niemals leichtfertig den linken Arm dem Himmel entgegenstrecken, wenn ihr unter anderen Leuten seid. Wer weiß, wenn drei andere das tun. Böse, böse, böse. Sieht man ja an Japan bei den ganzen Erdbeben da. Strecken einfach viel zu viele Leute ihren linken Arm dem Himmel entgegen. Wohnen ja auch viel zu viele auf kleinem Ort. Also bestehst du darauf zu bleiben? Yeah. Aber warum? Ich krieg in der anderen Welt keine Frauen ab. Leb wohl. Dorgan. Ich wollte niemals, dass er eine Frau abkriegt. Verdammt. Plan gescheitert. Ich wollte ihn noch mit Kara verheiraten. Nun, um über um das Siegel Exdeath zu überwachen, blieb Dorgan zurück in deiner Welt. Alles klar. Ich verstehe, meine ich. Nun, wie dem auch sei. Wie geht's, Dorgan? Vor 3 Jahren wurde er krank. Ich verstehe. Ich verstehe, Sohn von Dorgan. Ich werde alles tun, um von Hilfe zu sein. Oder so ähnlich. Ich werde die Dorfbewohner veranlassen, das Tor zu öffnen. Danke, Chef. War doch sinnvoll, dich kaputt zu hauen. Ich sollte mit euch zusammen kämpfen, es tut mir leid. Ja. Simulant. Ich hab ihn doch nur durch die Tür geschlagen. Was sagst du denn hier? Kelga ist krank geworden und er hat sich überarbeitet. Sehr überarbeitet. Er hat nur überarbeitet. Und zwar seine Regel. Wir wurden von Exdeath angegriffen. Es sind nicht mehr viele Leute in diesem Dorf noch übrig, die kämpfen können. Wie immer also. Was macht ihr noch? Ihr seid unterwegs zum Tal des Hyrius. Des Hyriutals meine ich. Nun, dieser Platz ist voll von Monstern. Ach, wer hätte das gedacht? Niemand ist bisher ins Tal der Hyrius wieder zurückgekommen. Ich meine, wenn man da hingegangen ist. Oh, cool. Oh, was macht der denn hier? Setz dich dort drüben hin und ich gebe dir einen
ein Geschmack von Kelps Spezialität. Okay. Du sollst dich darüber setzen. Hä? Ich hab mich darüber gesetzt, verdammt. Sag doch, dass ich mich hier setzen soll, du Idiot. Setz dich zu meiner Rechten hin, dann gebe ich dir was. Aber nein. Hier, los. Okay. Natürlich stopft sich nur Bartz voll. Hey, vollständig wiederhergestellt. Yay, yay, yay. Und das ist unser Anschluss. Essensservice. Nein. Einmal das Service, den wir. Ach, egal! Was passiert, wenn wir nach dem. Ach, da, wir kriegen 8 Potions, wenn wir fertig gegessen haben. Danke sehr. Aftermeal Service. Der Service, den wir nach dem Essen einreichen. So eine. Okay, was ich beim letzten Mal vergaß, zu sagen, war, dass man in Schloss Baal bei dem Keller bei den Monstern Doublelets stehlen kann, die ganz gut sind, aber da kümmere ich mich nicht drum. Hier gibt's, glaube ich, nichts Großartiges. Hier muss ich gerade mal nachgucken. Also Magie gibt's hier erstmal keine neue mehr. Leider, leider. Kenne ich schon. Oh, das sieht gut aus. Da kaufe ich mir einmal einen Power Ring, damit ich 2 habe. Ich kaufe mal 2 Stärke. Muskelshirts, meine ich. Bandanas, nee. Nee. Keine Bandanas. Kodachi, habe ich da was von? Nein. Einmal reicht. Davon noch was? Shurikens. Brauche ich nicht so wirklich. Ich habe zwar gerade keinen Ninja, aber ich möchte doch ganz gerne hier auf 20 Stück pro Teil kommen. Die waren ja ziemlich nützlich das letzte Mal. Dann könnten sie das auch in Zukunft sein. Bestechende Logik. So, gekauft. Ich sollte vielleicht nochmal bei dir gucken. Nein, hat sich nicht gelohnt. Hat sich in keinster Weise gelohnt. Der kann ja mal, hat ja gar nichts im Angebot. Nur altes Zeug. Nein, Moment, was sagst du mir? Ich höre irgendwie, das sind seltsame Geräusche, die unten vom Brunnen hochkommen. Frosch! Frosch! Du siehst nicht aus wie ein Frosch. Ey, könntest du mir einen Frosch bringen? Ich möchte unbedingt einen haben. Dann tun wir das doch mal. Aber da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Und zwar einen Job mit Lenna nehmen. Den Mediator. Wo ist es da? Dimensionale Magie. Das wird's wohl tun. Und dann treffe ich euch draußen, wenn ich gegen einen Frosch kämpfe. Okay, ach, da ist der Ausknopf. So, da bin ich auch wieder. Tuff. Ja, und was will ich jetzt tun? Ich möchte diesen Frosch hier fangen für den alten Mann. Und die Viecher haben die blöde Angewohnheit, dass sie schlicht und ergreifend einfach sehr, sehr schnell flüchten. Zumindest, wenn sie auf niedrigen Lebenspunkten sind. Und sie müssen auf niedrigen Lebenspunkten sein, weil um den Fangprozess erfolgreich abschließen zu können, funktioniert das nur, wenn sie wenig Lebenspunkte haben. Ähnlich wie bei Quina aus Final Fantasy 9, was das Fressen anbelangt. Natürlich, und mit Lenna jetzt hier verlangsamt. Super toll. Okay, nochmal draufhauen. Die haben 1000 Lebenspunkte, hoffentlich war das jetzt nicht genug. Wunderbar, es lebt noch. Und jetzt fangen wir es. Yes. Gefangene Monster kann man später, nachdem man eins gefangen hat, wieder freilassen. Und dann kämpfen sie in einem Kampf. Oder sie lassen Attacke los. Ich benutze das so gut wie nie. Vielleicht demonstriere ich es später mal. Aber wir wollen diesem Herren hier jetzt das Fröschlein servieren. Ich handle diese... diese Vase, dieses Behältnis für den Frosch und 10.000 Gil. Wie wär's damit? Jawohl. Endlich kann ich essen. Okay. Das ist ein Franzose! Igitt, ich hasse Franzosen. Schneiden den armen Luchis immer die Stelzen ab und braten sie. Okay, Corona-Jar gekriegt. Sehr, sehr, sehr schön. Was ist an der Corona-Jar so sehr, sehr, sehr schön? Ganz einfach, die Corona-Jar bewirkt, dass wir leichter Monster fangen können. Also wir müssen nicht so ganz viele Lebenspunkte runterkloppen. Der Grund für das Aussterben der Ryus ist eine mysteriöse Begebenheit, selbst zu diesem Tag.
Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Hey, was machst du denn? Du sagst gar nichts. Was sagst du? Wir beten für eure Sicherheit. Och, ich bete mit. Bet, 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 bet. So, genug gebetet. Ich bete. Das hatten wir doch schon mal. Hä? Moment. Requiem gelernt. Oh ja. Yeah. Requiem gelernt. Dann war es doch nicht das gleiche. Hey, der hat aufgehört zu beten. Ich hab ihn. Bist du blöd? Oh Mann, die sind alle blöd. Nur der eine betet, weil er noch rennt. Okay. Das Tor ist auf. Was erwartet uns hinter diesem Tor? Was werden wir mit Requiem anstellen können? All das und viel mehr in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy 5. Final Mission 13 wünsche ich noch einen schönen Tag. Abend. Bye.